Feli. Eine 16-jährige Westfalen-Fuchsstute versteift sich beim Reiten und fängt auch schon mal an zu bocken. Ihre Besitzerin erhofft sich Hilfe von Ariane Telgen. Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Super. Klasse. So, ich gehe wirklich davon aus, dass das ja einfach Muster sind, die da drinne stecken. Weil auch hier auf der rechten Hand, wo ich gerade noch gedacht habe, ob da vielleicht doch was genicktechnisch nicht in Ordnung ist, weil sie sich da ja beim Angaloppieren eben wirklich gewehrt hat und auch den Zügel rausreißt, also hier an dem Wegweiser zieht. Aber jetzt nach so ein bisschen Galopp sucht sie den Weg in die Tiefe. Sie wird auch stellenweise weich im Genick. Also ich glaube, es sind ganz viel Verspannungssachen. Wahrscheinlich auch so ein kleiner Teufelskreislauf. So, Vicky, als ich eben gerade angefangen habe, ist sie ziemlich schnell gewesen. Das ist auch das, was die Besitzerin gesagt hat, dass wenn sie die Zügel aufnimmt, dass sie sich festmacht und losläuft. Dass du sie nicht mit beiden Zügeln einengst, sondern wirklich nur einen machst und bleib am besten hier oben. So, und die Besitzerin sagt, dass wenn sie trabt, dass sie denn ganz schnell ist. Und wenn das jetzt das Ziel ist oder das der Weg ist, dass man sie vorher wirklich erstmal ablongiert, dann ist das was, was man der Besitzerin dann halt einfach auch mitgeben kann. Mhm. So. Galoppieren brauchen wir nicht. Im Galopp soll sie auch bocken und sowas. Das hat sie ja eben nur beim Angaloppieren gemacht, aber jetzt die ganzen letzten Male auch nicht mehr. Ich kann ja aber auch von links gehen. Soll ich dich hochwerfen? Ich weiß nicht, was sie macht, wenn du an ihr hochspringst. Ich muss ja gar nicht hochspringen. Naja. Ich bin doch ganz sportlich. Mache ich doch mit links. Naja. Und los geht's. Bein rüber. Sehr gut. Ich geh mit. So. Wir müssen mal ganz schnell gurten. Alles gut. Erstmal ruhig bleiben. Fein. Ich gehe mal eben ein bisschen mit, dann kannst du dich sortieren. Ah, es geht von rechts auch. Sehr gut. Vielleicht auch von links. Super, toll. Das hat gestern ja nicht geklappt. Ja, du musst dann ein bisschen weggehen. Ach so, ja, ich wollte dich nicht alleine lassen. Ja, guck mal. Oh, da hat es ganz toll geknackt. Ja, toll. Da wird es noch ein paar Mal öfter knacken, glaube ich. Und das, obwohl sie mit ihren 16 Jahren noch lange nicht im knackigen Alter ist. So, und du bleibst einfach mal hier oben. Ne? Und wenn du was machst, nimmst du nur einen Zügel. Ne? Genau. So, und theoretisch gesehen, wenn sie antraben sollte, dann müsstest du ja eigentlich nur ruhig bleiben und immer eine Volte reiten. Oh, hat die einen schönen Schwung. Und ich hätte es ja ganz gerne, dass sie wirklich nicht dieses Hoch macht, sondern dass sie vorwärts geht. Aber das ist was, das kann man dann wirklich auch an einer Longe mit Stangen machen. Wir konzentrieren uns erstmal nur auf Wegweiser. Okay? Mhm. Brauchst also kein Tempo regulieren. Es sei denn, es ist dir zu schnell. Fein, genau. Und du probierst mal aus. Kaut gleich ab. Nee, sie ist ja auch ganz weich. Ich ja. Fast gar nicht in der Hand. Ja, aber sie ist halt oben und sie soll jetzt den Weg in die Tiefe suchen. Wenn du natürlich aber vorher, also wenn der Zügel vorher
nachgibt, dann braucht sie natürlich nicht probieren. Jawohl. Ja, ja. Wenn du das Gefühl hast, dass sie runtergehen will, dann guckst du einfach mal, was passiert, wenn du nur den kleinen Finger ein bisschen öffnest, nicht durchhängen lässt, sondern nur öffnest, ganz bisschen. Und wenn du fühlst oder wenn du das Gefühl hast, dass sie vielleicht runter, so wie jetzt, dass du sie mal streichelst, da hat sie einmal nachgegeben, guck mal. Und dann nimmst du sie wieder ganz vorsichtig. Vielleicht folgt sie dir ja sofort in die Tiefe. Vielleicht fällt sie auch leichter ab, wenn du ihr genau... Super, lob sie mal, prima. Oh, das ist ja irre. So, machst du wieder ganz leicht. Und so, ja, ja, ja. Ich hatte... Super, klasse. So. Ich habe gerade dran gedacht, mach doch einen Handwechsel. Und wollte es gerade sagen, da machst du es schon selber. Das ist bei mir auch ganz oft, wenn du, das war bei Kami ganz oft, wenn du gesagt hast, jetzt wende mal normal ab. Das ist Teleportation oder wie das heißt. Das nennt man Telepathie. So. Ja, das ist jetzt eine ganz schwierige Phase eigentlich für alle Beteiligten. Also einmal natürlich für Vicky, aber auch für Feli, auch für mich, weil das ist natürlich eine absolute Überkorrektur. Fein. Es ist eine viel zu starke Biegung einfach, aber auch das gehört dazu. Die einen nennen es die Notbremse. Wenn mal irgendwas ist, wird genau das vorbereitet mit dem Pferd. Ganz typisch auch in der Westernbranche, dass halt einfach die Pferde wirklich lernen, ihren Hals und ihren Kopf ganz weit rum zu machen. Dass wenn irgendwas ist, dass man darüber quasi die Notauskontrolle kriegt. So, und wir nutzen diese Dinge einfach, um Feli jetzt zum Beispiel in die Situation zu bringen, dass sie ausprobieren muss, wie sie das los wird. Wenn jetzt der Zügel angenommen wird und ich gehe in die Tiefe, bin ich den Zug oder den Druck los. Und das ist richtig toll, das probiert sie jetzt. Ich sehe kein Rennen, ich sehe kein Davonstürmen, klasse, super. Und ganz ehrlich, ich hätte es nach dem gestrigen Check nicht gedacht, dass es möglich ist, dass Feli ihren Hals bewegen kann. Entweder ist das wirklich durch die zwei Behandlungen jetzt so extrem besser geworden. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil das ist jetzt richtig toll. Und dann würde ich sagen, suchst du dir die Seite aus, wo du meinst, wo es besser ist. Okay, rechts. Rechte Seite. So, und bleibst ganz in Ruhe, versuchst sie mal anzutraben. Es kann aber sein, dass sie erst hektisch trabt. Mhm. Klasse, super. Astrein. Ja, lob den Ansatz dann. Ne? Hol die Hand zur Seite. Ja, super, loben. Klasse. Loben. Und Schritt. Kannst auch kurz durchparieren zum Schritt, dich ausruhen. Oh. Ich habe nicht genug Zeit, um nachzudenken. Das soll schon mal vorkommen. Und du machst alles wie eben. Gibt's ja toll, sehr gut reagiert. Und damit Vicky wieder mehr Zeit zum Nachdenken hat, bekommt sie nun Hilfe von unten. Jawohl, prima. Fein und Schritt. Klasse gemacht. Super. So. Tirap. Und Tirap. Klasse. Toll. Lob sie mal. Prima. So, und mir wäre es eigentlich lieb, wenn wir eine Hand zumindest so kriegen, dass du sie traben kannst und sie ist ganz langsam. Vielleicht musst du auch versuchen, deine
Unterschenkel, damit nicht so viel zu treiben. Es kann sein, dass sie einfach empfindlich ist im Trab. Terap. Klasse. Terap. Ganz in Ruhe. Klasse und Lob. Ja, fein. Ich helfe ein bisschen mit und nah, weich, schön. So, wenn du es schaffst, sie dir wieder aufzunehmen. Super. Haut sie ab, weich. Du, ach, super, Vicky, prima. Genau, stell dich ein bisschen auf innen ein, ganz lob, fein. Klasse. Super. Astrein. So. Ganz große Klasse. So, und das ist jetzt mit Physiopad. Du hast keine Steigbügel. Wir können das morgen mal mit dem Sattel probieren, dass du leicht traben kannst. Ja, also ich bin richtig begeistert. Das hätte ich nicht gedacht. Das Tempo ist natürlich noch so eine Sache, dass sie halt gerade mit Physiopad ohne Steigbügel, wenn sie dann spannig wird oder schnell wird, dann wird es natürlich schwierig. Das muss sie einfach noch lernen. Aber so wie es laufen kann, mit äußerer Anlehnung erstmal weg und über die Innenstellung. Ich bin mir sicher, wenn wir das ein paar Tage hier machen würden, dann wäre das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und da war ich ja gestern noch weit von entfernt von dem Gedanken. Da hat sich unheimlich viel getan. Und du hast das richtig toll gemacht. Danke. Traust du dir das morgen nochmal zu? Ja. Und ich glaube, ein bisschen mit Sicherheit ist es auch immer ein bisschen einfacher. Ja, links, ne? Rechts, ja. Geht's. Aber links bricht sie mir immer so aus. Und wenn sie dann auch noch so schnell wird und dann fest. Ja, kann ich verstehen. Super. Tür nicht runter. So. Oh, ist die warm. Mhm. Oh. So, also ich glaube, wir haben einen Weg, wir haben einen Ansatz gefunden, wie man das Problem lösen kann. Ob die Besitzerin das zu Hause selber machen kann, werden wir morgen sehen, wenn ich das mit ihr mache. Um sowas natürlich ganz einfach am kleinen Finger reiten zu können, dafür ist ein 3-Tage-Check einfach zu wenig. Da braucht man ein paar Tage mehr, nicht Monate oder einen Monat, sondern ein paar Tage, dass das einfach gefestigt ist und auch, dass das Tempo halt kein Wegrennen mehr ist. Hast du heute richtig, richtig gut gemacht. So, jetzt bin ich gespannt, ob die, wie die Quaddeln da drunter aussehen, weißt du, wenn du das Physiopad abnimmst. Lass mal sehen. Einmal festhalten. So, diese Dellen, die sind nicht mehr da. Ich habe ja gestern mal so ein paar Mal rausgeguckt und da dachte ich noch so, ne, das wird heute nichts mehr umreiten. Und jetzt gerade eben, ich brauchte da ganz wenig. Ich konnte hier am Langzügel, wenn ich hier jetzt so ein ganz bisschen Druck mache, kommt sie hier sofort. Super. Guck mal. Klasse. Ja, es ist ja das, was wir gestern beim Check auch schon hatten, dass halt einfach die Lateralflexion, also die Seitwärtskrümmung nach rechts quasi, wenn ich hier die Reflexe auslöse, dass wirklich die ganzen Rippen und die ganzen kleinen Gelenke einfach der Reihe nach durchgeklackt sind. Und das ist jetzt gerade wieder der Fall gewesen. Das heißt also, da wird man noch ein bisschen weitermachen müssen. Und das findet sie dann natürlich auch. Da war's ja fein. So, ich gucke einmal hier. Einmal hier noch hoch. Oh, das geht auch viel besser als gestern. Hier hängt noch einer. So, ich bin richtig gespannt, wie es morgen ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie Muskelkater haben wird, weil sie jetzt natürlich ganz andere Muskeln benutzt, wie sie es bisher getan hat. Es kann also sein, dass sie morgen sperriger ist oder steifer ist. Das müssen wir ein bisschen im Hinterkopf behalten. Für heute hat sie das richtig, richtig gut gemacht. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Mama? Ja? Jetzt habe ich mal eine Frage.
Schieß los. Du hast ja gerade eben Feli einen Apfel gegeben und hast gesagt, das ist besser, ne? Ja. Jetzt kommt meine Frage. Bei mir ist das ganz oft so, wenn ich hier irgendwie eine kleine Stelle offen habe oder so, und dann irgendwie was, ja, sowas Fruchtiges daran komme, dann brennt das doch, oder nicht? Das ist auch häufig so. Bei Feli habe ich allerdings den Eindruck, also das wird sicherlich auch brennen, aber das kann sie zumindest essen, weil es ja irgendwie weich ist und saftig ist. Weil bei den Leckerlis merkst du ja schon, ist das ganz, ganz vorsichtig. Mhm. Die hat eine ganz entzündete Schleimhaut überall. Ne, das muss ich auch der Besitzerin sagen. Und dann müssen wir erst mal gucken, wodurch das kommt, ob das durch das Gebiss kommt. Weil das hat ja zwei verschiedene Metallsorten. Mhm. Und manche reagieren darauf. So, und ich kann mir vorstellen, dass das Brennen vielleicht für sie jetzt nicht so schlimm ist, wie diese harten Dinge zu zerkauen. Mhm. Und diese harten Stückchen da dran zu haben. Aber wissen tue ich das auch nicht, müsstest du Feli fragen. Feli, was findest du denn besser? Zeigt sie dir ja. Apfel isst sie, Leckerlis. Guckst du mal ganz vorsichtig, was sie dazu... Ach, toll. Super. Ganz große Klasse. Kraul sie mal schön, dass sie weiß, das ist toll. Guck mal, dann geht sie sogar noch tiefer. Hast du gemerkt? Ja. Oh, jetzt machst du schon ein bisschen mehr, machst sogar schon Wegweiser außen. Ja, ich bin gespannt. Du bist ja mutig. Richtig, richtig toll. Super. Ja, heute ist der letzte Tag für Feli. Nachher kommen die Besitzer, Vicky und ich, gucken so ein bisschen an, ob wir das von gestern nochmal abrufen können. Und das ist viel, viel besser. Wir haben jetzt meinen Sattel einmal drauf. Der hat keine Brückenbildung. Und es klappt wirklich spitzenmäßig jetzt im Schritt. Vicky macht sogar schon einseitigen Wegweiser außen. Das ist schon wirklich eine Herausforderung, weil die Pferde da wirklich am Schenkel stehen müssen auch. Weil wenn sie denn das äußere Bein ignorieren, dann geht es durch einen Zaun oder in eine Ecke oder was auch immer. Yep. Wir haben ordentlich Hintergrundmusik. Unsere Wildgänse sind zurück oder wieder da, wie auch immer. Ja, und ich bin jetzt richtig, ich muss wirklich sagen, richtig begeistert, wie die Feli das macht. Oh, toll. Super. Astrein. So, und das finde ich ganz, ganz toll. Super. Mach sie ganz leicht. Spiel ein bisschen mit ihr, dass du immer mal guckst, ob sie ein bisschen tiefer kauen würde, wenn du andeutest, wenn du vorgehst. So, und die Schmerzempfindlichkeit scheint auch schon wirklich ein bisschen weniger zu werden. Da sieht man, kommen die Futterreste raus. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das Speichel ist, der abgehustet wird. Super. Ob sie es im Trab macht mit äußeren Wegweiser, weiß ich natürlich nicht. Du probierst es einfach mal. Genau, ganz vorsichtig. Genau, klasse. Lob sie einfach zwischendurch immer mal, dass sie abspannt. Die meisten dieser hier gezeigten Übungen findet man nicht in Lehrbüchern, sondern sind aus Arianes jahrzehntelanger Arbeit mit Reitpferden entstanden. Im richtigen Zusammenspiel von Gefühl, Intuition und Beharrlichkeit konnten damit bereits unzählige Paare wieder harmonisch zusammengeführt werden. Super! Oh, ist das irre! Oh, toll! Super, Vicky! Wenn sie da nachgibt und abkaut, reicht mir das. Dann haben wir schön was, was wir der Besitzerin mitgeben können. Klasse. Astrein. Super. Gutes Mädchen. Ganz große Klasse. Na, siehste wohl. So. Ja, und was mir jetzt einfach aufgefallen ist, zum einen hat die Feli ganz viel Wassereinlagerung gehabt, die wirklich jetzt auch an der Schulterpartie gar nicht mehr da sind. Ich muss wirklich mir immer das Video vom Anreisetag angucken, weil wenn man täglich sein Pferd oder ein Pferd anguckt, dann sieht man diese kleinen oder minimalen Veränderungen häufig gar nicht. Es sei denn, die sind so krass, dass sie wirklich sofort am nächsten Tag ins Auge fallen. Ja, so ganz ehrlich, habe ich am ersten Tag nicht damit gerechnet,
dass die Feli überhaupt Interesse an uns zeigt oder auch an der Mitarbeit, weil im Grunde genommen, als ich sie holen wollte, war sie mir doch recht unsympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen, wo sie sich hat nicht einfangen lassen wollen und dann auch wirklich gezielt schlägt mit beiden Hinterhufen. Da war ich schon so ein bisschen vorsichtig, auch was die Mitarbeit denn danach anging. Und es hat sich gestern wirklich schlagartig geändert, eigentlich über Nacht, weil ich habe sie ja am Abend behandelt, habe ihre Halswirbelsäule durchgescheckt. Da waren ja so einige Baustellen und irgendwas muss passiert sein. Entweder hat sie wirklich mitgekriegt, wir tun ihr hier nichts, wir wollen ihr nur helfen. Oder es hat sich wirklich so massiv was gelöst, dass Schmerzen weggegangen sind, dass sie deswegen entspannter war. Aber das ist richtig, richtig toll. Die hat gestern klasse mitgearbeitet, heute Morgen jetzt super mitgearbeitet. Und ja, ich kann es letztendlich der Besitzerin nur an der Hand geben. Ich hätte Feli gerne noch 2-3 Tage hier gehabt, weil ich glaube, da hätte man richtig was festigen können, richtig was bewegen können. Das ist leider nicht möglich. Und von daher hoffe ich, dass die Besitzerin heute das genauso gut umsetzen kann, weil dann kann ich wirklich Feli ganz guten Gewissens mitgeben und vielleicht bleibt man einfach über die Online-Betreuung in Kontakt die ersten Tage. Das muss ich mal absprechen. Mal schauen. Aber jetzt erstmal bin ich richtig zufrieden. Stolz auf Vicky, stolz auf Feli und so soll es doch eigentlich sein. Ganz toll gemacht. Danke. Bei so viel Lob schaute doch selbst Feli stolz aus ihrer Zäumung. Und wer weiß, vielleicht haben die guten Geister auf Hof Eicheneck alle wieder so ein ganz klein wenig verzaubert. Und wir werden das so machen, du kannst ganz entspannt gleich erst reiten. Ich erzähle ihr auf dem Reitplatz alles, was wir so rausgefunden haben. Und dann erkläre ich ihr, was du so gemacht hast. Guck mal hier, Süße. Möhre? Ah, Möhre geht, ne? Besser. Hallo. Hallo, Mausi. Ja, wie war's? Jetzt geklappt. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, am ersten Tag war sie mir recht unsympathisch. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe sie am späten Nachmittag zum Check reinholen wollen und bin aufs Paddock gegangen zu ihr, wollte sie einfangen und da hat sie mir erstmal die Arschkarte gezeigt. Und ist wirklich abgehauen und dann habe ich es eigentlich so gemacht, dass ich mich eigentlich erstmal hinhocke, in meiner Tasche wühle, irgendwelche Leckereien da drin habe. Es hat sie aber komplett ignoriert. Okay. Null Interesse, auch nicht an dem anderen Pferd. Die hat also allen wirklich gesagt, mit mir nicht. Okay, krass. Egal, was ihr macht, es ist vom Grundsatz her schon mal Shit. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war wirklich, da habe ich gesagt, oh. So, dann habe ich eine andere Strategie gefahren und habe quasi in Anführungsstrichelchen das Paddock als Roundpen benutzt und habe sie einfach von mir weggetrieben. Ja. Da hat sie dann aber auch wirklich gezielt geschlagen. Oh, echt? Ja. Okay. Da habe ich gedacht, okay. So, und das hat sie aber nicht lange aufrecht erhalten. Also es war dann so ein Viertelstündchen gefühlt. Ich weiß nicht, ob länger oder kürzer. Und dann hat sie aber gemerkt, doof. Und hat sich dann also aufhalftern lassen, ist auch hier mit reingekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Check, nach dem osteopathischen Check, habe ich gedacht, also ich habe sie im Hals ganz, ganz sanft mobilisiert, weil da hatte sie wirklich Schwierigkeiten im Genick alleine, also die ersten Halswirbel oben vom Genick an, dass die wirklich in eine Drehung kommen. Da, es war ganz, ganz schwer. Und ich glaube, was das Reiten angeht, schleppt sie so ein kleines Gesamtpaket mit sich rum. Sie hat eine ganz massive Mundschleimhautentzündung. Okay, okay. Da sind richtig rote Flecken und ich vermute auch, dass die Zähne nicht in Ordnung sind.
gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Entweder ist es das Gebiss, das ist ja aus zwei verschiedenen Metallsorten, ja, dass sie da auf irgendwas allergisch reagiert. Okay. Mhm. Oder es kann natürlich auch Futterreste sein, die sich einfach entzünden in den Zahnritzen, mhm, oder wie auch immer. Also das würde ich dringend abklären lassen. Ich würde einen Tierarzt draufschauen lassen, dass du halt auch wirklich eine Lösung zum Spülen kriegst, dass das wirklich desinfiziert wird alles. Mhm. Vielleicht das Gebiss ändern. Ja. Wir haben sie hier jetzt mit einem einfach gebrochenen geritten. Mhm. Das hat nichts mit ihrem Maul zu tun, aber ein einfach gebrochenes liegt meinen Erfahrungen nach ruhiger im Maul. Ja. Speichelt die deswegen auch, ja, so stark? Davon gehe ich ganz stark aus, ja, dass die halt deswegen ganz, ganz heftig speichelt. Das wird beim Reiten mehr. Mhm. Und ich glaube, dass auch dieses Abhusten Speichel ist. Ah ja. Ne, in dem Moment, wo sie mehr in Bewegung kommt, man sie aber auch versucht zu stellen und zu biegen. Sie verspannt ja dann ganz total doll. Mhm. Und das heißt, der Kehlkopf muss sich ja öffnen zum Abschlucken, mhm, und muss ja wieder die Speiseröhre dicht machen, damit sie atmet. Und ich habe das Gefühl, dass sie dann einfach mit Stellung, Biegung, Abkauen, Handeinwirkung einfach das nicht so koordiniert kriegt. Und man hört ja auch, dass sie ganz schwer schluckt manchmal. Ja. Sie hat das jetzt ja schon ganz lange. Ist die Frage, wie lange hat sie schon diese, das wird jetzt halt immer ein Rätsel bleiben, ja, lösen. Ja, ne? Also wenn es nur das wäre. So, und das ist, glaube ich, etwas, da kann man relativ einfach dem beigehen. Wäre es jetzt mein Pferd, ich würde wahrscheinlich, um Klarheit zu haben, da oben mal röntgen lassen. Mhm. Aber ich habe jetzt auch so verstanden, dass du jetzt nicht großartig dressurmäßig mit aufgerichtetem Genick und all sowas reiten, mhm, willst. Also und wie wir das machen, siehst du gleich. Guck mal, wie schön auch der Schweif, oh mein Gott. Mich neu in mein Pferd verliebt. Sieht so schön aus, ja, ne? Das müsste man eigentlich viel regelmäßiger machen. Die mal so ein bisschen aufhübschen. Also was bei ihr auch war, sie hat vorne an der Schulter und sowas ganz viel Wasseransammlung gehabt. Okay. Mhm. Unter dem, das sieht man aber nur, wenn man wirklich sich das erste Video anguckt. Mhm. Und sie jetzt anguckt. Die ist so schlank, finde ich. Ja. Ganz merkwürdig. Ja, ne? Ja, ich finde, die sieht irgendwie erholt aus. Wie, ja, in einem Wellnessurlaub. Ah. Ah, harte Arbeit ist Wellness. Nein, so ist fein. Ne, du machst im Schritt, so wie vorhin, dass du sie erstmal in Ruhe lässt und dass du erstmal, dass sie fleißig geht, ohne dass du treiben musst. Und wenn du sie treiben musst, dann machst du es einmal ein bisschen richtig und dann ist wieder gut. So. Was heute Morgen ganz schön war, ist, sie hat wirklich immer so konstant ein Huf breit übergefußt. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen leichter, wenn die sah für mich jetzt am ersten Tag nicht gebläht aus. Mhm. Aber jetzt nach 3 Tagen sage ich mir, okay, Wasser und Luft muss drin gewesen sein, mhm, weil sie hat ganz viel abgegast und sie kann sich mehr bewegen hinten. Ja. So, und was halt diese Sättel bei ihr gemacht haben, ist auf der rechten Seite, der eine hat auf der rechten Seite eine Brücke, mhm, der andere ist auf der rechten Seite viel höher gepolstert. Das heißt, sie hat sich schon angepasst. Mein Sattel liegt jetzt auch auf der rechten Seite fester als auf ihr, mhm, links, weil die Muskulatur einfach schon da viel verspannter, okay, und viel kompakter und kontrakter ist. Mhm. So, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir quasi den Wegweiser einsetzen. Also Vickys Hand ist der Wegweiser. Sie nimmt sie innen auf, mhm, und wartet jetzt, bis sie nachgibt. So, was wir jetzt letztendlich machen, und deswegen hatte ich gesagt, wenn es ein paar Tage mehr wären, mhm, wäre das gefestigt einfach und es wäre einfacher. Ne? Jetzt ist es so, Vicky nimmt quasi den Zügel auf, sie zieht aber nicht wirklich, sondern sie sagt nur, wo der Kopf von Feli hin soll. Mhm. Und da wartet sie.
bis Feli ausprobiert, was sie tun soll. So, das ist einmal das eine. Das ist dann natürlich fürs Auge nicht so schön, diese starke Innenstellung. Aber die braucht sie momentan, um halt einfach auszuprobieren, so wie jetzt. Fein. So, und wenn sie das schnallt, was sie erstmal zu tun hat, dann kann man sie da unten auch behalten. Ja. So, und was wir jetzt heute Morgen ganz neu angefangen haben, ist den äußeren Wegweiser. Ja. Das ist relativ schwierig, weil wenn das Pferd nicht gut am äußeren Schenkel steht, steht man irgendwann in der Ecke oder vorm Zaun und es geht nicht weiter. Das macht sie aber auch gut. Das klappt noch nicht so gut wie jetzt die Innenstellung. Aber auch hier wartet Vicky jetzt ab, dass sie auf super. So, und da kann man sie jetzt ganz leicht und fein halten. Mhm. Und die Frage ist dann halt immer, ich öffne meine Hand auch wieder ein bisschen weich werden innen. Lob sie, wenn sie da so schön ist. Lob sie auch an der inneren Hand. So, und was wir halt jetzt letztendlich machen, ist, dass wir, egal auf welche Hand wir gehen, wir schmeißen außen erstmal weg, dass sie sich nur mit einem Zügel verbinden muss. Und wenn du denn wirklich außen den Zügel anschließend genauso arbeitest, hast du beide Zügel, an denen sie nachgibt. Es ist nur für den Reiter und für das Pferd jetzt erstmal einfacher. Ja. Fein. Und lob sie dir. Klasse. So, und so ein bisschen Aufwärmphase brauchst du natürlich. Ja. Aber das braucht ja jedes Pferd. Ne? So, aber das hätte ich am ersten Tag nicht gedacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das auch, ich bin total erstaunt. Wirklich, das ist so schön. Das ist ja gar nichts mit, also das kann man gar nicht vergleichen mit dem, was ich probiert habe. Sie probiert dann aus, oh, kann ich hoch, kann ich runter. Runter ist angenehm, hoch geht der Druck nicht weg. Das sah echt super aus. Es ist mal total schön, das Pferd laufen zu sehen. Möhre geht jetzt auch wieder beidseitig. Ah, okay. Ja, fein. Super. Gut gemacht. Okay, das ist ja, das kann ich mir ja dann auch angewöhnen. Ne? Das ist ja so für sie auch schön. Ja, genau. Und das hat halt auch den Vorteil, dass die Pferde dann wirklich auch stehen bleiben. Was für mich jetzt zum Beispiel wichtig ist, was wir auch heute Morgen erst angefangen haben, ist, dass sie ein Tempo alleine hält. Dass du nicht die ganze Zeit treiben musst, wie vorgestern. Ja. Das heißt, sie fußt jetzt rein. Da waren wir ja vorgestern noch von weg. Ja. Aber sie kann auch ein Hufbreit oder zwei Hufbreit überfußen. Mhm. Und okay, ich lobe natürlich auch, wenn sie es denn gemacht hat. Ja. So, jetzt fußt sie ein, manchmal sogar zwei über. Ja. Jetzt ist es deine Aufgabe, aufzupassen. Wenn sie guten Schritt geht, mach sie nochmal wach. So, wenn sie diesen Schritt geht, zu fühlen, wie viel wirst du denn mitgenommen mit deinem Becken? Wie viel Bewegung musst du machen? Und sobald du merkst, dass sich was verändert, dass etwas weniger wird oder du das Bedürfnis hast, du willst sie treiben, weißt du, aha, sie ist wieder eingeschlafen, sie fußt nicht aktiv, ich mache ein Donnerwetter, jetzt fußt sie sehr gut. Ja. Dreh die Hacken immer weg vom Pferd, richtig wegdrehen und weghalten. Ja. Genau. Und die benutzt du nur, wenn du wirklich was erreichen willst. So, und wenn du sie benutzt, dann benutzt du sie auch so, dass du das kriegst, was du willst. Und ansonsten machst du gar nichts. So, und du sagst ihr mal ganz vorsichtig, zeigst ihr mal den Weg und sagst ihr, guck mal, dein Kopf soll, aha. Und wenn du merkst, dass sie runtergehen will, lobst du sie mal schön ruhig an dem Zügel, den du angenommen hast. So, und du kannst den Zügel ruhig noch kürzer fassen, damit du sie dir wirklich so
Oder? Kannst du noch ein bisschen ranholen. Ganz leicht. Jetzt wartest du. Stabilisierst deine Hand, stabilisierst deinen Ellbogen, damit du merkst, wann sie nachgibt. Und jetzt massierst du ganz. Ach, guck mal. Lom. Lom, 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 lom. Ja. Ja, hol deine Hand ruhig ein ganz Stückchen langsam höher. So, und jetzt zeigst du ihr den Weg, was du von ihr willst. Du willst, dass sie den Kopf hier zu mir in die Mitte macht. Das heißt, das musst du ihr richtig sagen. Gibst du vorher nach, hat sie gelernt, sie muss gar nichts machen. Okay. Mhm. Das heißt, du musst den Zügel so nehmen, dass der nicht schlackert, nur weil sie mal mit dem Kopf nickt. Die nicht aus Ziehen besteht, aber du musst dich selber da oben tragen. Mhm. Und nicht halt deine Haltung, egal was sie macht. Und in dieser Haltung zeigst du ihr den Weg. Ja, 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 lob sie dir. So, Handwechsel. So, und das ist ein Spiel, wenn du dir das wirklich, wenn du das zu Hause machst und da Ehrgeiz rein entwickelst, dass du das schaffen möchtest, sie so leicht an der Hand zu reiten, dann hast du, glaube ich, dann ein ganz tolles Pferd. So, aber wenn du jetzt den Zügel annimmst und nicht drauf wartest, was sie tut, dann kann sie auch nichts lernen. Denn ja, super. Klasse. Und ich würde immer streicheln. Klopfen macht man auch zwischendurch. Mhm. Mache ich ganz gerne, wenn sich das Pferd an irgendwas gewöhnen soll oder ein bisschen robuster werden soll. Ja. Wenn ich möchte, dass die Halsmuskulatur entspannt, würde ich kraulen oder massieren oder streicheln. Okay. Mhm. Ne? So. Prima. Und? Was sagen deine Hacken so? Nee, die sind noch viel zu sehr am Pferd. Ich habe noch viel zu sehr diesen immer treiben. Ja, dann höre ich schnell auf damit. Einmal richtig und dann aufhören. So. So, und jetzt ist es wichtig, dass du deine Hände da vorne hinstellst, meinetwegen an den ersten Zopf, und da bleiben sie stehen. Sind sie noch am ersten Zopf? Nee. Rutscht der innere Zügel wieder. Ah, guck mal. So, und wenn du sie lobst, pass schön auf, dass du sie nicht vorne im Gebiss mitruckelst. Mhm. Ist deine Faust offen oder zu? Auf. Aha. So. Und jetzt konzentrierst du dich nur mal, dass du sie hier um mich rumlenkst. Und nimm den Zügel mal kürzer. Nimm ihn kürzer, zeig ihr den Weg. Hier zu mir. Hier zu mir. Nicht wieder nachgeben. Behalt sie bei dir. Nicht nachgeben. Ganz leicht bei dir behalten, abwarten. Nicht die Hand nach vorne schieben, sondern nur da am Platz ganz leicht. Mal da hast du sie. Super. Und du? Jawohl, klasse. Ah, weiter. So, das ist ein guter Trab. Die Fuß rein. So, hol sie rum. Du sagst ihr, komm hier zu mir. Hol sie rum, hol sie rum, hol sie rum. Ja. Prima. Gut. So, einmal noch. So, folgt sie dir nicht, machst du es intensiver, aber nicht brutal, sondern so in dem Moment, wo du dann den Zügel, weil er länger wird, nachfassen musst und der Zügel einmal kurz durchschlackert, ist das Ergebnis weg. Wenn du was am Zügel machst, setz es auch durch. So, du möchtest, dass sie jetzt kommt, also hol sie rum. Jawohl. Prima. Super. Klasse. Willst du einmal andere Seite probieren? So, und dann kannst du am Handgelenk arbeiten. So. Pack den Zügel ein bisschen kürzer, dass er beständig ist. Stell die Faust vorne hin. Ja, guck mal. So. Und dann... Super. So, und jetzt führst du sie dir. Ist sie weich?
bist du auch weich. Weich heißt aber nicht Zügel wegschmeißen. Weich heißt nur, ich mache weiche Hilfengebung weiter. Ich führe sie leicht. Super. So, und wenn sie jetzt länger wird, dann liegt das daran, dass dein Zügel länger wird. Klasse. So, und sie fußt jetzt einen über. Rennt sie noch? Nein. Nein. Das ist sehr anstrengend. Super. Dann würde, genau, dann parierst du sie dir gleich ruhig durch. Und ich kann nur empfehlen, ich würde wirklich das im Schritt üben. Ja. Bis zur Vergasung. Setz dir deine Mama dahin. Wen auch immer. Der Sitz, Hacken weg, die Hände bleiben hier oben und du arbeitest, zeigst ihr den Weg, aber nicht ja. Zügel immer länger, immer länger, immer länger. Weil für sie ist das jetzt ganz schwierig zu unterscheiden. Für sie heißt das Unsicherheit. Ja. Sie folgt dir und dann sagt sie, wo ist sie denn jetzt? Mhm. Ja, kann ich voll verstehen, dass sie, ja. So, wo ist sie jetzt? Und dann macht sie lieber ihr eigenes Ding, worin sie sich sicher fühlt. Mhm. Und ja, dann kommt dieser Renninstinkt, Fluchtinstinkt und ich gehe dagegen an. Ja. Ja, ich glaube, das wird ein ganz schönes Stück Arbeit für die Kira. Da haben sich wirklich Sachen eingeschlichen, will ich mal so sagen, die da nicht hingehören. Das heißt, dieses immer wiederkehrende Treiben, eine offene Hand und das bedeutet ganz viel Disziplin. Selbstdisziplin, das zu ändern, weil das, glaube ich, kann richtig, richtig gut werden. Die Feli hat jetzt in diesen 2 Tagen wirklich schon gelernt, nachzugeben und fordert diese Sicherheit aber auch ein, die man ihr gibt, denn und sagt, komm hier, ich zeig dir, dann folgt sie willig. Aber wenn sie dann alleine gelassen wird, dann sucht sie wieder und dann kommt sie wieder hoch. Und ich werde jetzt einfach noch was mit an die Hand geben, was es vielleicht der Kira einfacher macht, sich daran zu erinnern, wenn sie auf dem Pferd sitzt. Und was auffällt, ist, dass auch die Feli viel aktiver in der Hinterhand ist, nicht mehr rennt, sondern eigentlich ganz entspannt trabt. Und ich bin da ganz zufrieden. Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich persönlich würde diese Lektion erstmal wirklich nur im Schritt üben, bis das funktioniert mit der Hand und dann würde ich traben. Das war jetzt ein Experiment. So, also ich glaube, dein Pferdchen ist überhaupt nicht unrittig. Ja. Das hat nur wahnsinnige Schmerzen, glaube ich, im Maul. Mhm. Deswegen würde ich es jetzt auch nicht weiter ausreizen. Ja. Ja, und ich kann nur sagen, nimm dir jemanden, der guckt oder wenn du in der Halle reitest oder wenn du auf dem Platz bist und du hast Buchstaben oder Wechselpunkte, dann ist es wirklich 14 Tage lang richtig, richtig anstrengend. Mhm. Wenn du es wirklich so machst, dass du bei jedem Buchstaben, wo du vorbeikommst, selber in deinem Gehirn Sitz durchgehst, dir erstmal nur eine grobe Baustelle nimmst. Mhm. Hand zu, Hand zu, Hand zu, Hand zu. Ja. Die Hand darf natürlich nicht krampfen, weil dann hast du kein Gefühl mehr. Aber es darf nicht sein, dass der Zügel immer länger wird. Ja, mein Problem. Ne? Und ich würde immer so lange auf einer Hand bleiben, bis du das Gefühl hast. Sie muss das Gefühl haben und du musst das Gefühl haben, wie du es gemacht hast. Mhm. Und das musst du dir merken. Ha, da hat es funktioniert, das versuche ich mal eine ganze Runde aufrecht zu erhalten. Ja, ich muss da auch vor allem an mir viel arbeiten. Ne? Ein ganz, ganz feines Pferd. Ich hätte es bei unserer ersten Kontaktaufnahme gar nicht gedacht, ja. Ja, wie sie mich da hat stehen lassen. Ja. Ne, Feli? Nun weiß Feli ja, dass Ariane eigentlich ganz nett ist. Dann würde ich sagen, kannst du einfach rausreiten. Ich würde nur vorm Stall absteigen. So ja. Hoch ist der nicht. Ach ja. Wie hoch sind die Taschen? So, wenn man lecker die rausholen kann. Ja.
hast aber ein Problem, wenn sie losläuft. Ne? Also es ist egal, was du für ein, wie du dich da drauf sitzt. Es hat immer was mit Körperspannung zu tun. Egal, ob auf dem Sattel, auf dem Physiopad oder sonstigen. Es ist eigentlich immer diese Position. Und wenn du diese Position dir in deinen Kopf einbrennst, so willst du auf dem Pferd sitzen, dann hast du das Breite dazwischen, dann hast du schon einen ganz anderen Aufbau nach oben. Sitzt du aber so auf dem Pferd, dann bist du dazu zu prokeln und zu bohren, weil du nämlich diese Spannung nicht hast, die dein Pferd schon automatisch vorwärts schiebt. Ne? Aber also ich fühle doch schon hier, es ist deutlich schwieriger, mit der Hand durchzukommen. Ja. Also ich merke, dass... Es ist Druck das, da, ja, Druck im da, Verhältnis zu vorgestern gar nicht. Okay. Werdet ihr denn im Film sehen. Und dann kannst du ruhig beide Seiten vergleichen. Ich finde es hier deutlich schwieriger. Also da konnte man oben noch gut rein. Ja. Aber hier oben, finde ich, ist es schon total schwierig, da überhaupt meine Hand zu platzieren. So, und das ist ihre rechte Seite, ne, wo halt auch alles wirklich verspannt ist und hart ist. Ja, ja. So, und dann guckst du mal, ob du irgendwie... Oh, sie reagiert aber auch schon, oder ist das jetzt wegen... Nein, das ist schon so. Ne, da hinten hat sie Schmerzen. Oh Gott, merkst du was? Schlimm. Ja, voll furchtbar. Und ich bin mit dem Sattel geritten. Ach ja. Was kannst du denn da fühlen? Kommst du überall gleich drunter? Ist eine Stelle, wo du einfach so machst und dann... Nee, also ich finde hier... Also Moment, ich muss jetzt noch... Geh nochmal hier. Ich schieb auch den ganzen Sattel schon so weg, wenn ich da drunter gehe. Ich finde, hier ist so eine Beule. Genau, ja. Und dann wird es auch immer, also da ist weniger Platz und dann merke ich, wie ich dann so durchflutsche. Also wirklich so ein Teil, ja wirklich hier so, dass ich da gar nicht drunter komme richtig und wirklich mit Kraft dann auch versuche oder versuchen muss, da durchzukommen. Also ich schiebe den Sattel irgendwie weg, wenn ich da drunter gehe. Ja, das ist auf der Seite auch so. Und spürst du auf dieser Seite eine Brücke? Das ist ein Bereich, wo quasi Luft ist. Da berührt der Sattel das Kissen. Also wenn deine Hand, der berührt natürlich deine Hand, klar. Aber wenn du die Hand rausnimmst, ist da Luft. Aufrichten. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass ich da drauf sitze und an diesen Stellen dann auch noch mehr Druck ausübe, dann kann ich mir vorstellen, dass sie dann nicht richtig laufen kann. Das ist ja, oh mein Gott, das sieht man deutlich. Ja, ne? Das sieht man ja auch schon. Wenn und man so das guckt. War für mich ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass ich sagen kann, ihr müsst vielleicht gar keinen neuen Sattel haben, sondern es ist vielleicht mit einer Polsterung getan, wenn ihr jemanden findet, der das vor Ort macht und wirklich drauflegt, ihr fühlt, weil ansonsten... Ja. Mama möchte auch mal fühlen. Mal schauen, was sie zum Springsattel sagt. So, also ich würde den jetzt so satteln. Ich gucke mal erstmal, ob er in der Waagerechten liegt. Das sieht man meistens, wenn man so ein bisschen weiter wegsteht. Ich finde, die wirkt, als würde die hier runterkippen. Wie würdest du denn den Sattel anheben oder wo würdest du ihn runternehmen, dass es waagerecht wird? Ein bisschen hochkommen. Hast aber ein gutes Auge. Lass ihn mal liegen und geh mal hinten. Ja, der ist rechts höher als links. Ja, hier komme ich gut rein. Also als ob da auch wieder so eine Brücke wäre. Und dann ist es, finde ich, hier wieder ein bisschen schwieriger. Und hier wird es dann... einfacher wieder Dann machst du einmal den Seitenvergleich. Ja, hier finde ich, ist er ein bisschen freier. Auch hier steht er sogar deutlich ab. Ich glaube, ich werde sattler. Ja, der steht hier sehr deutlich ab. Wenn der dann weggenommen wird, wird der vielleicht mehr aufliegen wieder. Komme ich eigentlich auch gut rein, aber kann von Anfang an ziemlich gut
meine Hand durch. Da ist diese Luftbrücke von ziemlich weit vorne, wo man gut reinkommt. Ja, genau. Ja. So, und was ich jetzt einfach machen würde, ist, dass ich sagen würde, so wäre er waagerecht. Mhm. Heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn man die Kammer ein bisschen weiter machen könnte, dann würde er sich ja vorne ein bisschen absenken. Mhm. Ob die Theorie aufgeht, weiß ich nicht. Mhm. Müsste man den Sattler fragen. Mhm. Ne, so ist er jetzt hoch und macht da hinten Druck. Oder er rutscht an diese Position und macht hier vorne in der Schulter Druck. Und vielleicht erkennst du auch, warum dieser Sattel schief auf dein Pferd liegt. Ja, der ist hier deutlich dicker als hier. Das ist deutlich, ne? Ja, sehr deutlich. Und hier merkt man und man sieht auch hier, dass der hier vorne an der Schulter wieder dicker ist als hier unten an der Schulter. Ja. Ne, aber was natürlich schmerzhaft ist, ist, wenn die Hauptbelastung hinten ist und wenn da Brücken drin sind. Ja. Ne? So, und ich würde es halt immer irgendwie gucken, dass ich jemanden erwische, der nicht kommt, sich das Pferd anguckt, den Sattel mitnimmt und ihr ihn wieder abholen müsst, sondern letztendlich muss man ja, wenn er fertig ist, gucken, ist das, was ich da gemacht habe, passend. Jetzt kann ich es ja. sind noch irgendwelche Fragen oder kann ich euch guten Gewissens mit Feli nach Hause entlassen? There's a highway out of this town. And the stars light it up as they shine on down. She's driving off in this world alone. No, she ain't never going home. Ja, ich freue mich einfach über das Feedback, was jetzt schon gekommen ist, aber was auch noch die nächsten Tage, denke ich, kommen wird. Und ja, ich finde es einfach nur toll. Sie sind ganz glücklich. Feli ist, glaube ich, glücklich und die beiden Besitzer auch. Und das ist doch das, was ich möchte. Ich möchte gerne Pferd und Pferdebesitzer ein Stückchen zusammenführen, dass beide Spaß haben, auf den gleichen Nenner kommen und dann gemeinsam wachsen können. Und das ist eigentlich immer mein Ziel. Und ich glaube, das habe ich hier ein Stück weit wieder geschafft. Mithilfe von Vicky natürlich, die mein ganzes Reiten hier ersetzt und alles richtig gut umsetzt, was ich ihr sage. Und besser geht es gar nicht. Und jetzt geht's nach Hause. Light a cigarette, it's one end on the steel wheel. And the radio plays the favorite songs. And if the lyrics get messed up,